Wir haben damals, und das war ein falsches Denken, auch von mir, wir haben damals gesagt, hey, wir müssen hier ein Öl kaufen von dem besten Hersteller, dass unser Auto noch ein halbes km/h schneller fährt. Und haben dafür 25, 30 Euro damals ausgegeben. Aber das Olivenöl oder Sonnenblumenöl, das dürfte keine 5 Euro kosten der Liter. Und das ist doch falsch, weil wir reden hier über eine Maschine, über einen Motor, in das wir Öl reinwerfen. Und die Maschine selber hier, die uns am Leben erhält, da haben wir gespart. Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Wosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Der Pionier der Automatenbranche. Herzlich willkommen beim Familienunternehmen Stüber aus Süddeutschland. Bereits 1977 gegründet, entwickelt und produziert Stüber heute individuelle Automaten-Komplettlösungen von der Hard- und Software bis hin zu Bezahlsystemen. Ready to serve lautet ihr Unternehmensslogan und ich freue mich, Stefan Stüber als Geschäftsführer heute als Gast zu haben. Herzlich willkommen. Dankeschön. Herzlich willkommen hier. Ich habe viele Fragen mitgebracht. Prima. Freut mich. Einmal von unserer Community. Die Renate fragt, was ist dein Lebensmotto? Ein Lebensmotto? Naja, es gibt ein privates und es gibt natürlich auch ein betriebliches. Das Private hat natürlich viel mit Lachen, mit Freunden, Familie zu tun, indem ich aufgehen will. Aber ich habe ja auch das Berufliche und das Berufliche ist mein Motto. Ich will meine Familie in der Firma halten. Egal wie groß wir werden, dass wir trotzdem noch zueinander schauen und ich die Firma so weit bringe, dass wir gemeinsam eine Familie wiederum darstellen und so auch in die Zukunft gehen. Das sind meine Lebensmotto. Ja, mit dem lebe ich gerne. Also Family. Family. Aber nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im betrieblichen Bereich, weil wir machen mit Menschen Geschäfte, Menschen arbeiten mit Menschen und da sollte man genauso Sorge tragen, dass man auch da sich wohlfühlt. Wir verbringen so viel Zeit miteinander und das habe ich hier. Ich habe ein echt tolles Team. Holger schreibt, Glückwunsch zur Auszeichnung des Deutschen Wendingpreis 2022. Warum giltst du als Pionier für die Venedigbranche? Ich bin ein bisschen anders. Also das war ich schon immer. Mich hat, glaube ich, damals, wer das noch kennt, der Szymanski und der Kocik, die haben mich ein bisschen geprägt. Also ich bin mit 6 Jahren in den Betrieb reingeboren. Meine Eltern haben ja das gegründet, 1977. Und ich bin dann natürlich mit Automaten aufgewachsen. Mein Kinderherz war mit Automaten. Und als ich dann meinen ersten Tatort sah, habe ich gesehen, wie ein Szymanski aktiv als Kommissar Vandalismus und Diebstahl an einem Automaten betreibt. Also kennt man vielleicht noch, die haben die geschüttelt, dran getreten, dann kam da ein Getränk raus. Deswegen hatte ich ein komplett verstörtes Bild als Kind von der Polizei und war natürlich stinksauer, weil mich hat das wahnsinnig geärgert. Und da habe ich verstanden, dass die Branche in einem schlechten Licht dasteht, einen schlechten Ruf genießt. Klar, wird es immer reduziert auf Kaffee, auf Junkfood, auf Getränke. Und ich habe gesagt, nee, ich muss das ändern. Mein Ziel muss es sein, und jetzt können wir vielleicht wieder zum Lebensmotto kommen, auch das ist dann ein Lebensmotto, ich will die Branche, ich will den Automat positiv darstellen und nicht und aus diesem negativen Licht rausholen. Und da war vielleicht schon der Szymanski verantwortlich und ich glaube, ich habe es ihm gezeigt. Weißt du davon? Nein, leider gibt es den Mann nicht mehr, war ein guter Schauspieler. Aber ich habe es ihm, ich finde, wir haben es hinbekommen. Also es gibt tolle Stories, wo man sehr viel Positives mit einem Automat bewegen kann. Und was da drin ist, das ist die nächste Frage. Der Peter fragt, was kommt in einen Regiomaten? In einen Regiomaten, das ist eine ganz klare DNA haben wir da, sage ich immer. Regiomat ist eine Marke, die wir gegründet haben mit dem Ziel, dass nur regionale Produkte reinkommen. So, jetzt gibt es natürlich immer noch was man zusätzlich mal mit reinbringen muss, aber Regiomat soll dafür stehen, dass das, was hier am Ort produziert wird, das in einem Regiomat ist. Ist das nicht der Fall, dann ist es kein Regiomat. Also, ich sage mal, ein Getränkeautomat mit, ich darf wahrscheinlich keine Hersteller nennen. Wie zum Beispiel Cola.
zum Beispiel. Pepsi. Genau. Das wäre niemals ein Regiomat. Das wäre Hochverrat für unsere Kunden, weil das Ziel eines Regiomaten ist es, die Qualität der Region wieder in den Vordergrund zu bringen. Wir reden über CO2-Einsparnis etc. Was wir alles machen? Ja, unsere Lebensmittel haben eine Reise, bis wir sie im Discounter kaufen, so im Schnitt von 800 Kilometer drauf. Finde ich, ist ziemlich heftig. Und obwohl wir haben doch den Honig, der ist hier am Ort. Es hat so ziemlich jeder Ort hat einen Imker. Und wieso nicht den beleben? Somit sparen wir ja genau das wieder ein. Und wir haben auch so einen Regionalstolz da dazu. Denn, also wir lieben ja die Produkte, die hier aus der Region kommen. Aber man bekommt sie nicht, weil der Hofladen rentiert sich nicht mehr. Der kann sich nicht mehr rechnen, weil mittlerweile die Oma mitarbeiten muss auf dem Traktor. Die Frau muss mit auf dem Traktor sitzen, etc. Somit braucht man da eine Lösung. Und deswegen gibt es ja 24/7 dann einen Hofladen. Und der nennt sich Regiomat. Aber das ist ein Hofladen. Genauso wie beim Metzger. Mhm. Stark. Und da sind auch die Sachen dann drin, die dann der Bauer oder der Metzger aus der Region dann einfach übrig hat, respektive produziert. Oder produziert einfach. Ja. Ja. Nicht nur das, es kommen dann auch wieder neue Ideen. Auf einmal wird wieder Omas Rezeptbuch rausgeholt und sie dünsten wieder ein. Einbecken, hat man damals gesagt. Ist total im Trend. Die machen fantastisch gute Produkte. Deswegen gucke ich ja auch immer wieder bei, auch wenn ich google, was für neue Ideen haben denn meine Kunden tatsächlich. Wir haben es auch auf dem Instagram-Kanal, da zeigen wir das dann auch immer wieder bei Regiomat. Da sieht man auf einmal, ja, was für coole Produkte neu entwickelt wurden. Wir haben einen Kunde, der macht eine Gyrosuppe. Dann haben wir eine Kundin, die macht jetzt Seifen. Aber selber, sie macht alles wieder selber. Das sind Sachen, die würde es nicht geben, würde es die Lösung des Verkaufs da nicht geben. Sonst würde alles in den Handel abwandern und der Handel sagt, na, ich gebe ganz genau vor, was er denn will. Und so dürfen sie sich wieder selber entwickeln. Und auf einmal kommt auch eine ganz junge Generation, da habe ich so tolle Stories. Auch ein 19-jähriges Mädel, wo bei mir mal angefragt hat, ja, sie will das machen. Die hat sich so toll entwickelt, so tolle neue Produkte entwickelt, die es niemals geben würde ohne den Regiomat. Der Oliver fragt, welche Branche läuft bei euch am besten? Getränke oder Werkzeug oder Backwaren? Also insgesamt am besten ist es immer eine Mischung. Also je nachdem, welche Krise, wir reden ja jetzt gerade irgendwie nur noch über Krisen, es kam die Corona-Krise, dann gibt es jetzt eine neue Krise. Je nach Krise kann das auch mal dementsprechend wechseln. Also wir haben einfach sehr viele Bereiche, in denen wir arbeiten und der stärkste Part ist tatsächlich der Regiomat, weil hier der Zulauf der Bevölkerung immer stärker wird. Also wenn von uns ein LKW unterwegs ist, mit Werbung von Regiomat drauf, dann werden wir angehalten und gefragt, könnt ihr nicht bitte hier bei uns an der Ortschaft einen aufstellen? Also der Bedarf ist immer noch da, die Menschen wollen das haben, die Bevölkerung will sich so ernähren, will sich gesünder ernähren, es kommt eine neue Generation und wollen auch regionaler sich wiederum ernähren. Mhm. Ich sag mal, früher war es so, also ich bin ja noch aus der Generation hier, als man Golf und Manta fuhr. Und da musste man sich, glaube ich, immer entscheiden, wer fährt was. Ja. Hast du auch so eine lange Friese gehabt? Nein, habe ich nicht gehabt. Also länger wie jetzt. Aber den Fokuhila bin ich umgangen. Aber wir haben damals, und das war ein falsches Denken, auch von mir, wir haben damals gesagt, hey, wir müssen hier ein Öl kaufen, von dem besten Hersteller, dass unser Auto noch ein halbes km/h schneller fährt und haben dafür 25, 30 Euro damals ausgegeben. Aber das Olivenöl oder Sonnenblumenöl, das dürfte keine 5 Euro kosten der Liter. Und das ist doch falsch, weil wir reden hier über eine Maschine, über einen Motor, in das wir Öl reinwerfen und die Maschine selber hier, die uns am Leben erhält, da haben wir gespart. Leider passiert das heute immer noch viel zu viel, weil die Lebensmittel, das ist ja, sagt ja schon in dem Wort, was es ist, es sind Mittel zum Leben. Ja. Und die sollte man wertschätzen, ganz dringend. Toll, jetzt geht's ans Eingemachte. Stefan. Ich dachte, das wäre schon das Eingemachte. Jetzt geht's richtig los.
Du hast die Firma dann übernommen von deinen Eltern. Mhm. Wann war das? 15 Jahre. Okay. Hab das mit meinem Vater noch weitergeführt und vor 5 Jahren bin ich dann komplett selbstständig gegangen. Mein Vater ist immer noch im Betrieb, unterstützt uns noch und genießt aber jetzt auch die Zeit in den Bergen. Schön. Meine Frage ist, was hast du anders gemacht als dein Dad? Ich habe mein Vater und meine Mutter kamen aus der Betriebsversorgung. Das machen wir auch noch. Das machen wir aber nur regional bei uns. Also es sind viele Firmen, die wir mit frischen Waren versorgen, auch mit Kaffee und mit Getränken etc. Also das klassische Automatengeschäft, das man so kennt. Wir machen es aber auch da ein bisschen anders. Auch da schauen wir, dass wir die Regionalität eben reinbringen und auch mit den Kunden sprechen, was können wir machen. Egal, ob das hier der örtlich hergestellte Joghurt ist oder die Salami oder die Landjäger. Da gucken wir auch, dass wir hier in der Region bleiben. Auch mit frischen Produkten, die wir zusätzlich noch da reinpacken. Ich wollte aber mehr. Und ich bin einfach Techniker, also Elektriker. Erfinder. Kann man auch sagen. Ich tüftel gern. Und das ist eigentlich meine Leidenschaft. Das ist meine Leidenschaft, die ich da reinstecken kann. Und meine Lösungsorientierung, die ich dabei noch habe, weil das bringt eigentlich automatisch einen elektrischen Beruf mit. Da muss immer alles logisch funktionieren und man braucht immer eine Lösung, sonst knallt es und tut weh. Und deswegen habe ich mich dem verschrieben eher, dass ich sage, ich will Automaten neu gestalten, neu aufbauen und mit Lösungen versehen. Und das war dann der Unterschied. Wir haben jetzt eigentlich glücklicherweise dieses regionale Operating nennt man es, wo wir noch die Automaten versorgen. Das ist parallel eigentlich auch ein ideales Testgebiet, in dem wir auch unsere neuen Ideen oder Entwicklungen einfach mal platzieren können, mit unseren Kunden sprechen. Hallo, wir haben hier wieder eine Idee gehabt, könntet ihr mal bitte testen, ob das hier funktioniert? Und dann geht's schon weiter. Was war denn der beste Rat, den du je bekommen hast oder der beste Rat, den du von deinem Vater bekommen hast? Machen. Einfach nur machen. Top, geile Antwort. Und was war die wichtigste Entscheidung, die du getroffen hast? Also für mich selber immer meine Entscheidung, dass ich damit auch umgehen kann, wenn ich schlechte Entscheidungen getroffen habe. Daraus lerne ich. Also ich entscheide oftmals viel zu früh und bin dem Markt voraus, aber weiß, es kommt irgendwann. Und weiß, wenn Kritik kommt oder eine Niederlage kommt, dann lerne ich daraus und entwickle mich neu. Also ich liebe es tatsächlich, Kritik zu kriegen, weil entweder habe ich eine Antwort oder ich muss was ändern. Und dann ändere ich das gerne. Ich höre dem Kunde gerne zu. Ihr habt doch auch, wenn man so typisch den Automaten von damals kennt, mit diesen Spiralen, und mal ist die Chipstüte runtergefallen, mal ist irgendwo hängen geblieben. Ja. Das ist jetzt ja, das hast du ja auch revolutioniert. Das hast du verändert. Ja. Weil du sagtest, das, was ich in den Automaten reinpacken werde oder deine Kunden in den Automaten reinpacken werden, wenn der Pflaumenkuchen von der Oma 2 Meter fällt, weiß ich nicht, ob da unten dann vielleicht Kompott ankommt oder was anderes. Aber weil das war ja der erste Schritt, den du gemacht hast, ja. Dinge zu verändern, die eigentlich schon als gegeben da waren. Ja. Klar, muss man sich vorstellen, wir haben wahnsinnig viele Eierautomaten draußen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, die würden da alle runterfallen. Das wäre eine Vollkatastrophe. Also bin ich hergegangen und habe zusammen mit Partnern, weil ich schon sehr lange in der Branche ja bin, wusste ich, wer kann was, mit wem kann ich zusammenarbeiten und kooperieren, dass wir das ganze Thema auch irgendwann internationalisieren können, haben wir dann entwickelt. Und da sind wir natürlich weit weg von einem Spiralautomaten. Also das ist für mich, wir haben es zwar im Portfolio bei uns, aber ich glaube, die letzten 15 Jahre hat keiner mehr einen bestellt. Wir haben es ja, aber wir brauchen es nicht mehr. Wir mussten uns umstellen, weil, wie vorhin schon gesagt, wir haben 2,5 Kilo Kartoffel, die Flasche Wein. Wegen mir kann man auch ein Baguette quer reinpacken. Bei den Bäckern haben wir das zum Beispiel. Ja, dann ist ein ganzes Baguette drin. Also mussten wir die Spiraltechnik revolutionieren. Einmal vom Gewicht, von der Antriebskraft. Eine Spirale ist eine Feder. Naja, wenn ich da einfach eine
Wenn ich da 7 Flaschen Wein hintereinander hinstelle, dann habe ich hier wirklich eine Federwirkung. Das funktioniert einfach nicht. Und dann haben wir natürlich zusätzlich, gibt es dann noch ein Liftsystem, was das Produkt soft abholt. Und ob wir jetzt ein Kuchenstückchen, also ein Schwarzwälder Kuchen, raustransportieren, auch möglich bis hin zu Werkzeugen. Das war dann schon die Challenge. Werkzeuge, die in der Industrie benötigt werden, wie Lötpasten oder ganz kleine Verpackungen, die auch zusätzlich ausgegeben werden können. Also ich sage mal so, wir können von der Visitenkarte ausgeben bis hin zum 2,5 Kilo Kartoffelsack. Ich sage immer 2,5 Kilo, weil 3,5 Kilo machen meine Kunden schon von alleine. Sonst waren es 5 Kilo. Irgendwann. Das ist auch kein Limit gewesen. Nein, auch dann haben wir noch, auch für, natürlich haben wir auch geguckt, dass Bierkisten auch funktionieren. Wir können ganze Bierkisten ausgeben. Auch das haben wir gelöst. Okay. Also, denn das gibt schon auch alles. Also, es gibt fast nichts mehr, was man über den Automat nicht ausgeben kann. Die spannendste Frage ist immer, wenn Kunden oder potenzielle Kunden bei mir anrufen und sagen, ja, wir haben gehört, ihr macht da einen ganz guten Job. Dann sage ich immer, ja, ihr habt ja schon Automaten und ihr habt doch schon probiert. Und jetzt schickt mir doch einfach nur alles das, was da nicht funktioniert hat. Und wenn es bei mir funktioniert, dann können wir doch einen Termin machen, weil sonst bin ich auch nicht besser. Ja, ja, okay. Da waren schon Herausforderungen dabei. Gibt es, wenn du zum Beispiel auf die letzten 5 Jahre zurückblickst, wo du sagst, oh, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich das und das anders machen? Weil in den letzten 5 Jahren ist ja wirklich einiges passiert, wo man so reingerutscht ist, von einer in die nächste Krise, du hast ja vorhin schon erwähnt, aber ja. Gibt es eine Phase, wo du sagst, hey, das hätte ich gerne anders gemacht, wenn ich es gewusst hätte zum Beispiel? Ja, an vielen Projekten hätte ich dann lieber frühzeitiger gesagt, nee, wir gehen lieber nicht den Weg, weil es gibt immer einen Weg, indem man entwickelt und wir leben von Partnerschaften. Und Partnerschaften sind bei mir, wir sitzen hier an einem Holztisch, wenn man hier drauf klopft, dann ist da was Massives dahinter. Und das ist bei mir der Fall. Ich schüttel gern die Hände und sage, so machen wir es, das ist jetzt unser gemeinsamer Weg. Und auch wenn ich dann mal bluten muss, dann muss ich da durchgehen und dann gehe ich. Und ich habe wahnsinnig viele tolle Partner, aber leider waren auch welche dabei, von denen hätte ich mich schon viel, viel frühzeitiger trennen sollen oder gar nicht erst anfangen sollen, weil sie nicht die gleiche DNA leben, wie ich mit meiner Firma, also mit meiner Familie. Kannst du auch mal abschalten? Das ist schwer. Ja. Also bei mir ist es wirklich schwer. Das geht bei mir, ja, wenn ich mal beim Segeln bin, kann ich abschalten und in den Bergen kann ich abschalten. Da geht das super. Ja, beim Segeln gibt es keine Regiomaten. Nee. Aber in den Bergen gibt es schon. Schon welche. Habt ihr eigentlich eine App oder so? Oder, ja, oder eine Google-App, wo man quasi, wenn man Regiomat eingibt, dass man auch alle findet? Ja, einfachste Weg ist, man geht auf unsere Homepage, also auf die regiomat.de. Da findet man eine Standortkarte und da kann man seinen Ort eingeben. Dann sieht man alles, was ringsrum um einen ist daneben. Und da kann man auch mal in Südtirol kann man das genauso machen. Und wenn man dann auf den Wanderwegen ist, dann findet man auf einmal so eine Insel der Glückseligkeit und dann gibt es da ein schönes, frisches, regionales Bier und ein Schüttelbrot und den Käse und den Speck und alles drumherum. Und dann kann man sogar Äpfel in Südtirol kaufen. Man darf sie wirklich kaufen und nicht nur angucken. Da habe ich eine Idee. Es gibt auch diese Wander-Apps, die man nutzt, um irgendwelche Routen, was andere schon gelaufen sind. Aber da habe ich noch nicht gesehen, dass hier dass so ein kleiner Regiomat-Pop-up kommt oder so. Oder auf der Route dann steht Regiomat, dann Wein oder regionale Produkte. Mit der Message, lass deinen Rucksack zu Hause, du wirst unterwegs versorgt. Das ja, wäre genau. Wär noch cool, wenn wir da auf die Wander-Apps mit draufkommen. Regiomat-Routen, die ich sage. Das war jetzt tatsächlich, also Wanderwege haben wir jetzt wahnsinnig viele ausgerüstet. Ja. Gerade Beginn von so Corona, da bin ich dann auch da gesessen, ja, was machen wir jetzt? Alle bleiben in Deutschland, alle gehen hier wandern, können sich nicht mehr frei bewegen so. Mhm. Und das war eigentlich eins von den ersten. Wir haben eigentlich unsere Kunden angerufen, hey, wir müssen an die Wanderwege.
Dann habe ich die Winzer angerufen, wir müssen an die Wanderwege und dann lass uns doch mal da einen Weinautomat hinstellen mit deinen Produkten. Und schon wieder ist es ein Regiomat, weil der Wein wird regional hergestellt. Ja, und dann haben wir eben reingepackt den Wein, das Glas dazu, den Öffner dazu, Speck, Käse, Brot und dann war es schon eine Erfolgsstory. Und die Winzer sind sehr glücklich über das, was da passiert ist, weil das war, wir Deutschen sind ja dann so, wir sind unterwegs, das war der tollste Wein dieses Jahr und den suchen wir ja immer irgendwie. Und das war noch verbunden mit einem Abenteuer. Die Jungs ist der Spieltrieb total geweckt, da fährt ein Lift, der holt sich die Flasche ab, wir geben das Glas noch aus. Wenn wir dann Schatzi noch dabei haben, dann sind wir noch der kleine Held dabei und auf einmal ist das der Wein des Jahres. Und die Winzer sind super glücklich mit der Lösung, weil das war die Weinverkostung. Der konnte den Wein probieren, hat festgestellt, ein wahnsinns guter Wein und jetzt liefern die kartonweise direkt an die Verbraucher, die beim Wandern waren bei ihnen. Ja. Also das Nachgeschäft ist noch viel, viel höher. Also ich wäre auch begeistert. Nur leider ist es, wenn man nicht weiß, dass es irgendwo ein Regiomat ist, wie so ein schon vorher gegessen hat und dann da hinkommt und denkt sich, oh, wenn ich das gewusst hätte. Ja, immer bei Regiomat die Landkarte checken. Oder wie gesagt, bei Instagram, da findet man auch wahnsinnig viel. Also wir machen immer Regiomat des Tages, auch mit den tollen Produkten, die die da machen. Erklären dann auch mal die Produkte, warum machen die die, wie kommt das zustande. Da sieht man das. Schön. Bist du denn darauf stolz, was ihr als Team hier erreicht habt? Ja, mehr als stolz. Ich habe ja, wenn ich so sehe, auch mit meinen Kindern, wie ich da auch mit unterwegs bin, meine Frau arbeitet hier, meine Kinder gehen dann auch schon zur Schule und haben dann auch mal so ein Regiomat-T-Shirt an. Und wenn ich jetzt auch mal unterwegs bin, hier in Ulm, dann sehe ich auf einmal jemand mit unserer Jacke vorne laufen. Das macht mich schon stolz. Eine ganz lustige Geschichte. Ich war Südtirol, war beim Kunden und wir waren da gerade am Basteln, weil ich gehe auch noch gerne selber raus, fahre auch gerne selber den LKW noch. Und weil das brauche ich ab und zu, um auch wieder den Kontakt zu halten und zu sehen, wo sind die Bedürfnisse. Stehe ich in Südtirol, fährt auf einmal eine Vespa mit einem Affenzacken an uns vorbei und hat ein Regiomat-T-Shirt an. Und somit, bin ich richtig stolz. Eben aber nicht nur im Regiomat-Bereich, auch in allen anderen Bereichen, die wir da haben, weil wir haben viele Füße, auf denen wir da stehen. Und egal ob Hotellerie, ob Werkzeugautomaten, ob Merchandise-Artikel, also gibt es irre viel. Ja. Du hattest vorhin noch gesagt, dass auch ein Startup mal auf dich zugekommen ist, wo ihr dann zusammen getüftelt habt. Kannst du noch mal da ein bisschen drauf eingehen? Was war das? Und wo steht heute vielleicht das Startup? Startup. Ja, das war, also ich werde bezeichnet als der Verrückteste in der Branche, weil ich habe die verrücktesten Automaten schon gebaut. Und war weltweit oder bin auch weltweit immer wieder unterwegs für Sonderprojekte. Und da holt man mich auch immer zur Beratung dazu. Und irgendwann standen dann Jungs vor mir, jung, Startup, und sagen, wir haben eine Idee, wir wollen was bauen. Aber wir brauchen denjenigen, der es mit uns baut. Und dann haben die mir das vorgestellt und gesagt, Jungs, ihr seid 20 Jahre zu früh, weil ihr müsst jetzt auch noch mich mitnehmen, weil jetzt ist das erste Mal in meinem Leben passiert, dass jemand verrückter ist wie ich mit seiner Idee. Das hat mich aber dann wieder motiviert und habe gesagt, okay, das gehe ich mit, das Risiko gehe ich ein und ich will da mitentwickeln. Die Firma heißt Fuji mittlerweile, also heißt Fuji, sitzt in München jetzt. Und mit denen haben wir ein fantastisch tolles Produkt entwickelt, das nicht mehr aussieht wie ein Automat, sondern wie ein Möbelstück, das Frische an jeden Ort in Deutschland bringt, mit einem sehr, sehr kurzen MHD und aus dem Frischegrad auch lebt. Was heißt MHD? Mindesthaltbarkeitsdatum. Ah, okay. Klar. Und somit sind wir da gestartet und ich sage immer, wer die Serie Big Bang Theory kennt, genauso waren die am Anfang. Sind auf mich zugekommen und der Oliver ist der Entwickler. Felix rennt da nach vorne, also da gibt es viele Jungs da drin und Mädels jetzt und
die rocken da richtig was. Also die haben den Zahn der Zeit verstanden, die haben einen Algorithmus entwickelt, der in die Zukunft guckt und ganz genau weiß, was wir bei welchem Wetter, mit welcher Luftfeuchtigkeit, bei welchem Wind, Verkehrslage, Nationalitäten, was muss genau an dem Ort angeboten werden und das ganze Thema noch mit einer Frische. Also wir reden jetzt nicht mehr über nur den Schokoriegel, klar brauchen wir, Schokolade brauchen wir in Zukunft auch noch, weil das macht schon noch glücklich, aber da ist nicht mehr der Fokus der Menschen drauf, sondern es geht eher in Healthy Food. Wir wollen uns gesünder nähern und wenn man heute sieht, was jetzt in den Studierendenwerken, in den Hochschulen ist, die ernähren sich komplett anders. Und selbst meine Generation ernährt sich anders, als es vor 10 Jahren getan hat. Die haben den Zahn der Zeit erkannt und haben eine künstliche Intelligenz geschaffen, in einem Automat verbaut, der alles das bewerkstelligt und perfekt an den Platz bringt. Und wenn man jetzt guckt, naja, Tesla ist ausgerüstet, die Lufthansa an den Terminals sieht man es immer mehr, Deutsche Bahn Lounge und also da gibt es wahnsinnig viele mittlerweile. Stark, okay. Das Unternehmen hat mittlerweile über 50 Mitarbeiter und wir feiern das auch jedes Jahr. Wir haben dieses Jahr tolle Weihnachtsfeier gehabt bei Fuji. Danke nochmal an das Team. Hat richtig Spaß gemacht und wenn man da sieht, was aus einem solch einem Baby von nichts sowas wird, finde ich spitze. Mhm. Aber für mich hört sich das auch total komplex an. Also klar, eine KI sagt, was angesagt ist, aber man muss natürlich dann auch liefern. Ne? Also man muss ja dann auch dieses individuelle Essen dann ja auch in diesen Automaten bringen. Ja. Und das finde ich, das hat natürlich, fände ich persönlich, das ist eine Challenge. Wie macht man das? Ja, da braucht man einfach sehr gute Mitarbeiter und aber auch ganz vorne dran erstmal sehr gute Lebensmittelproduzenten. Und wir haben immer mehr Startups kommen wieder, die coole Produkte machen. Und wir reden heute über Suppen, die vegan sind. Das braucht man heute. Wird gar nicht weit von hier hergestellt. Die Dressbrüder zum Beispiel. Und aber genauso brauchen wir einen Salat. Und da können wir auch wieder ein bisschen vernetzen, weil wir aufgrund vom Regiomat relativ viele Lieferanten haben, die sehr gute Produkte haben. Und somit lebt das ganze Thema schon wieder gemeinsam. Dann gibt es aber natürlich auch den neuen Müsli-Riegel, den ein Startup entwickelt hat. Und das kann man dann eigentlich wunderbar testen, promoten und auch mal gucken, wird das Produkt dann eben angenommen. Hast du einen Helden in der Wirklichkeit? Außer Düsentrieb vielleicht? Ja, tatsächlich war der schon ziemlich cool, ja, Daniel Düsentrieb. Ja. Nee, also damals nannten sie mich als Spitznamen noch immer MacGyver. Aber ist ja auch keine Wirklichkeit. Ja. Meine Kinder sind oft für mich meine Helden. Mhm. Warum? Ja, weil sie mir auch immer wieder zeigen, wo die neue Welt hingeht und auch ihre Ansichten teilen. Und, weil ich einfach stolz bin auf das, was sie tun. Und auch wenn sie mit mir hier unterwegs sind, auf Messen etc., dann sind das für mich kleine Helden. Es müssen nicht immer große sein, die das Leben vorantreiben. Und Superhelden haben wir jetzt, gibt es ja nicht in der Realität. Ja. Könnten wir jetzt gerade, glaube ich, aber brauchen. Die brauchen wir. Kinder sind gut. Kinder sind gute Helden. Ja, die zeigen schon immer, wo die Wirklichkeit hängt. Und die erden uns auch schon immer wieder. Ja. Ja. Wenn man immer mehr drüber nachdenkt, versteht man auch, wie viele Situationen es gibt, die aber auch so unterschiedlich sind, was auch gleichzeitig erklärt, warum ihr so eine breite Produktpalette auch habt. Ja. Weil es ist nicht einfach nur getan mit einer Spirale, die die Chips wieder runterpackt, sondern es sind unterschiedliche Bedürfnisse. Ja. Und zwar überall. Der Wanderer, der braucht jetzt nicht das warme Schnitzel, doch vielleicht auch, da hätte zum Beispiel eine Krankenschwester einen höheren Bedarf, nachts vielleicht noch irgendwas zu essen, das vielleicht nicht so schwer ist trotzdem frisch. Ja. Ja. Definitiv. Also. Und da kriegt man nichts Gutes. Ja. Also man kriegt nur Lieferando und bestell das mal nachts. Also da gibt es nicht mehr viel zur Möglichkeit. Und frisch ist es irgendwie gefühlt auch nicht. Also das, was man kriegt. Ganz gutes Beispiel, zum Beispiel OP-Bereich Krankenhäuser. Also, die tun mir wahnsinnig leid, die leisten da Arbeit
in Arbeitszeiten, die keiner von uns haben will, und kriegen da drin nicht mal was Vernünftiges zu essen. Und das kann man über den Weg lösen. Ja. Dann kann der Arzt quasi, wenn er von Berlin nach München fliegt zum Operieren, kann er dann auf dem Flug dann quasi schon bestellen, okay, ich hätte gerne das zum Abendessen, und dann hat er auch sein Essen. Also das sind schon Themen, da gibt es noch viel zu bewegen. Es gibt noch mit Automaten noch wahnsinnig viel zu bewegen. Wir arbeiten immer in neuen Konzepten auch, überlegen, ja, wo ist jetzt der nächste Punkt, wo können wir wiederum weiterentwickeln. Ja. Also wir machen es einfach immer anders, wie alle anderen, ja, glaube ich. So, das ist schon das, was mir auch richtig Spaß macht. Ja, und man muss sagen, euer Kaffee schmeckt auch fantastisch. Also das, was aus dem Automaten kam, ich dachte vorhin, oh, die haben Automatenkaffee. Mhm. Aber das, was da rauskam, war alles andere als ein Automatenkaffee. Also das, jetzt, ich will jetzt nicht zu viel loben, aber das ist schon mein zweiter. Und es ist selten, dass man in einer Firma einen Kaffee bekommt, der endgeil ist. Dankeschön fürs Kompliment. Also der ist endgeil. So. Vielen Dank fürs Kompliment. Ja, aber ja, das ist genau das, ist ja, das der Anspruch, den ihr habt. Das ist ja unser Anspruch. Und wir arbeiten so lange daran, und an einem guten Kaffee, an auch einer guten Schokolade. Also wenn man hier eine heiße Schoki trinkt bei uns, dann fängt man das Grinsen an, weil die einfach richtig gut ist. Mhm. Und genauso bei der Milch und bei allen anderen Produkten. Was bringt's, wenn wir hier 3 oder 5 Cent sparen an einer Tasse Kaffee und die schmeckt nicht? Das bringt doch gar nichts. Ja. Also brauchen wir doch nicht. Ja. Dann brauche ich es auch nicht mal trinken. Ja. Deswegen ist mein Anspruch schon immer der, das muss die oberste Qualität sein. Es muss so sein, dass es auch jeden Geschmack nahezu trifft, weil jeder hat eigentlich seinen eigenen Kaffeegeschmack. Wir haben es aber geschafft, nach echt langer Entwicklungszeit, habe ich eine tolle Rösterei. Ein Vater mit seinen beiden Töchtern macht einen Riesenspaß. Und wir haben es geschafft, Italien darzustellen im Kaffeeautomat, wo man eigentlich schlechte Qualität erwartet. Und selbst Italiener kommen hier rein und sagen, okay, Respekt, das war gut. Aber da habt ihr eine Mods-Nummer aufzuarbeiten, weil dieses Bild Kaffee und Automat ist so schlecht. Also da müsst ihr richtig, richtig Gas geben. Klar, also jemand, der das dann kauft, der weiß, was er dann dran hat. Ja. Definitiv. Aber ich glaube, die Challenge ist, so wie du vorhin auch das Manta-Thema gesagt hast, es gibt ein Bild im Kopf. Ja. Ja, oder der Kommissar, der an dem Automaten gegentritt in der Serie, ist es ein Bild im Kopf. Und das ist ja nicht nur ein einzelnes Bild, sondern es ist bei vielen da. Und aber man, ich glaube, da seid ihr auf einem guten Weg, weil mit den Regiomaten anzufangen in der Region, wo die das Essen nicht 800 Kilometer zurücklegt, sondern direkt um die Ecke ist, das ist ja schon ein Zeichen dafür, das kann die nur frisch sein. Ja. Da haben wir auch tolle Geschichten tatsächlich. Da können die stundenlang darüber erzählen. Ja, aber wir haben jetzt auch beim Regiomat, der eine oder andere, also haben jetzt einige schon, auch einen Kaffeeautomat von uns dazugenommen. Und wir helfen denen eigentlich auch mit den Produkten. Bei Ziegler's am Bodensee unten in Frickling, die haben, ich bin da gestanden, habe sie besucht. Also ich fahre mit meinem alten Bulli ab und zu dann da mal hin. Und da geht dann auch wieder der Schreiner mit und so. Wir treffen uns da alle, haben einen schönen Tag mal da unten bei unseren Kunden. Mhm. Und da kommen Autos hergefahren, Fahrräder. Da ist der Teufel los. Und jeder rennt da rein, holt sich einen Kaffee und noch irgendwas dazu. Die Kaffeeautomaten laufen wie verrückt. Die sind zu mir rausgekommen und haben gesagt, hey, dich habe ich hier noch nie gesehen. Du musst den Kaffee probieren. Das ist der beste der Region. Und das macht mich stolz. Und das funktioniert. Also, wenn man es tatsächlich mit dem Kaffeeautomat schafft. Und das ist genau unser Anspruch. Es muss perfekt sein. Also, es muss einfach, wie hast du vorhin gesagt, endgeil. Endgeil. Endgeil muss es sein. Das vorher höre ich nicht auf. Die Qualität muss einfach da sein. Das dafür stellen wir, ja. Ich höre nicht vorher auf. Ich will das endgeil haben. Mhm. Also, ist euer Spruch so, ready to serve. Mhm. But endgeil. Müssen wir noch erweitern. Ja. Was, wenn ich jetzt so diesen Automaten bei mir haben möchte, was müsste ich denn auf den Tisch legen? Kommt eigentlich ganz drauf an, welches Konzept. Das fängt
Also der ist ja gemacht für Menge, ne? Also der Kaffeeautomat. Ja. Ja, die fangen bei 3.500 Euro an. Ja. So muss man sagen, ja. Und dann geht es noch hoch, je nach Größe, weil wir haben eigentlich unterschiedlichste Größen da auch. Mhm. Aber eigentlich ausgerichtet schon über ein bisschen mehr Leistung. Also es ist jetzt nichts für zu Hause. Ja. Ich sag mal so, der eine oder andere hat das zu Hause stehen, weil das endgeil findet. Mhm. Aber, oder weil man eigentlich auch die Kids gleich noch mit abholen kann, weil die Schoki, die schmeckt schon richtig gut. Gibt es noch einen kleinen? Ja, gibt es auch einen. Also gibt es auch einen kleiner. Kann ich dir dann gleich noch gerne zeigen. Okay. Ja. Aber ich glaube, beim da ist es, in dem Bereich ist es so, wir machen Menschen glücklich. Oder wir wollen Menschen glücklich machen. So wie du den jetzt endgeil gefunden hast. Also wenn dein Kaffee glücklich machen kann. Ja. Und nur für ein paar Sekunden, dann haben wir doch schon was können. Dann haben wir doch die also je nachdem, wie viel Kaffee getrunken wird, haben wir ein Stück dazu beigetragen, dass wir alle ein bisschen glücklicher werden, wenn es gut auch ist. Also man muss auch dazu sagen, würdet ihr das nicht machen, würden die Automaten auch nicht gekauft werden. Ja, ganz klar. Es geht, also wer würde sich den Automaten hinstellen, wenn kein Kaffee getrunken wird? Es geht nie um den Automat. Ja. Beim Automat ist ganz klar, wir müssen nach der Qualität gucken. Wir müssen gucken, dass es funktioniert, dass es langlebig ist, dass es nicht serviceanfällig ist. Dafür sind wir da, aber um das geht es nicht. Es geht immer nur ums Produkt, nie um den Automat. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Mhm. Was würdest du, wie alt bist du eigentlich? 52. Ja. Ich hätte jetzt auf 35 geschätzt, sei Quatsch. Meine Frage ist, was würdest du jungen Unternehmen mit auf den Weg geben? Mut und loslaufen. Das braucht man. Und sich auch mal durchsetzen, weil es gibt viel zu viele Menschen, die immer aber sagen, nee, mach das nicht, lass das sein, geh nicht die Richtung. Na, ich sorgfältig abwägen für sich selber, will ich das Risiko eingehen oder nicht, und sich nicht immer von anderen bremsen lassen, sondern den Mut zeigen und zu laufen. Weil das habe ich dann auch gemacht. Ich bin einfach nur gelaufen. Und das war mit offenen Augen. Ja, und das ist zum Schluss der Erfolg. Ja. Ich habe noch eine Frage, wie viele Leute habt ihr eigentlich? 85. 85? Mhm. Wie, ich meine, wenn man familiär führt, wenn man freundlich ist, wie schafft man das, trotz allem bei 85 Menschen, die dieses familiäre Arbeiten beizubehalten oder diesen familiären Austausch und dieser Zusammenhalt und diese Freundlichkeit, die ihr ist? Auf was achtest du da? Am meisten, wie schaffst du das? Naja, also als wir hier eingezogen sind, jetzt in unser neues Gebäude, wir haben 6 Standorte hier zusammengebracht, in ein Gebäude rein. Das war schon mal der erste, also ein ganz, ganz nötiger Weg, weil ich war nur noch mit Reisetätigkeiten im Unternehmen beschäftigt. Wir haben dann als letztes mein Büro eingerichtet. Also wir haben eröffnet und mein Büro war einfach leer. Warum? Ja, weil ich so gut wie nie im Büro sitze, weil ich immer unterwegs bin, in der Firma unterwegs bin, auch mich kurz mit den Mitarbeitern unterhalte und auch abends da bin, wenn man mal Gehör braucht oder wenn wir, ja, dann trinken wir einfach mal ein Bierchen abends zusammen oder gehen abends essen. Genau da erlebt man das dann auch. Dann habe ich nämlich auch bei mir innerhalb im Team achtet man aufeinander. Wir haben unsere Büros so gemacht, dass sie durch Glasfenster durchflutet sind. Somit sieht man, wenn es dem einen mal schlecht geht, wenn einer traurig ist, dann schaut man da danach. Ja, und dann helfen wir uns gegenseitig. Natürlich kann ich nicht am Tag 85 Gespräche führen, vollkommen klar. Aber im Laufe der Zeit, aufgrund dessen, dass ich im Betrieb viel unterwegs bin, ich bin eigentlich auch sehr viel außerhalb reisend unterwegs, aber im Betrieb sieht man das dann schon und dann fragt man, hey, wie geht's dir heute? Ja. Wie war dein Urlaub? Und das sind wichtige Themen, die ich hoffe, immer so beibehalten zu können. Weil nah dran zu sein. Genau, also wenn man sieht, wie gut es mir geht, dann auch bei meinen Mitarbeitern, also ich werde wirklich verwöhnt. Bei uns gibt es auch, habe jetzt eine Regel, also mein Lieblingsgericht, nachdem hast du mich jetzt, halt, glaube ich, als einziges nicht gefragt. Steht das hier drauf? Ja. ich liebe Kartoffelsalat. Schwäbischer Kartoffelsalat, gut gemacht. Mhm.
Und wenn jetzt da jemand bei mir was verbockt in der Firma, dann muss man halt mal einen Kartoffelsalat machen. Okay. Dann ist das die Entschuldigung. Das ist nett. Mit Wurst oder ohne? Ohne. Ohne, richtig schwäbisch. Und, oder dann bekomme ich einen Kuchen oder so. Also, alles gut. Mhm. Ich mache das auf einer humorvollen Art miteinander und auf einer sehr respektvollen Art miteinander. Ja. Und dann funktioniert es. Also meine Mitarbeiter haben mir zum Einzug ein traumschönes Sofa. Das habe ich gesehen, das ist wirklich schön. Geschenkt, ja, für mein Büro, dass ich mich auch mal ausruhen kann und auch mal dahin liegen kann zum Nachdenken, ja, was machen wir denn als nächstes? Ja. Fand ich super toll und da würde ich echt verwöhnt, mir geht's hier gut. Vielen Dank, Stefan. Ich danke dir, hat echt Spaß gemacht. Fand ich auch. Tolle Fragen, wo ich echt mal kurz drüber nachdachten musste. Was ja, das ist normal. Ich meine, ich könnte es auch nicht alle beantworten für mich. Ja. Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr gerne Teil des nächsten Podcastes und Video sein wollt, vielleicht habt ihr Fragen an unsere nächsten Hidden Champion, dann folgt unseren Instagram-Account @thehiddenchamp, denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden. Bis zum nächsten Mal, euer Johannes.